Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy mit mir, dem Jan. Revelio. Mann, hier sind so viele Schlösser. Ist das ein Schlüssel? Akio. Revelio. Nein, war einfach nur ein Buch. Nicht. Revelio. Da oben fliegt auch eine Seite rum. Hauselfen waren schon immer die besten. War ich hier schon mal? Ich glaube schon. Revelio. Akio. Revelio. Da oben ist eine Kiste. Komm ich hier rein? TLAN-Deko. Dieser TLAN spiegelt den Geschmack der Inhaberin. Mr. Steeply wieder. Und ist ganz in der Farbe rosa gehalten und mit Rüschen verziert. Eine fröhliche, die klimperne Glocke läutet, wenn ein Kunde eintritt. Revelio. Revelio. Da ist auch eine Kiste drin. Aber komme ich noch nicht rein. Wann lerne ich mal den ganzen Schlüssel auf? Auf geht's nach Hogsmeade. Akio. Revelio. Oh. Akio. Revelio. Hier ist doch eben eine Seite umgeflogen.
Wieso leuchtet die Tür? Ich kann mich stets darauf verlassen, dass mein Patronus mich beschützt. Zumindest glaube ich das. Ist das hier der Besenhändler? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehe ich erstmal zu den Tränken. Revelio. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Wie kann ich heute behilflich sein? Ein Fokustrank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Und ein Megapower-Trank. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, aber du hast ja noch eine Aufgabe für mich. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Revelio. J. Pippin Zaubertränke. J. Pippin Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränke und deren Zutaten verkauft. Die drei Besen. Was muss ich denn dafür hin? Revelio. Hier rein. Ach, hier. Die drei Besen ist ja die Kneipe.
da, Mädchen, um den Besen zu holen. Hätte nie gedacht, dass Inferi so stark sind, so abgemagert, wie die aussehen. Ah, oh, ein neues Gesicht. Wunderbar. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spint Witches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Der perfekte Besen für alle feurigen Temperamente. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Dieser hochwertige, aus Esche gefertigte Besen steht für außerordentliche Stabilität. Windhauchbesen. Ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist. Wirklich. Eibenweberbesen. Ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigen Webmuster. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen Sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Warum soll ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich.
Wenn Sie mit Hilfe Ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre Ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit Ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Revelio. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Spindwitch Sportbedarf. In diesem Geschäft, das von dem von dem liebeswürdigen Albie Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft, darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albie selbst, so sagt man, arbeitete an einer Reihe von Besenverbesserungen. Na, wonach suchen Sie heute? Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ausrüstung. Da ist ein Brief. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität, jeder mit einem von drei magischen Kernen, suchten sich ihre Besitzer in diesem gemütlichen, unüblichen Laden aus, der von dem freundlich und sachkündigen Gerold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Revelio. Hä? Achso, das ist eine Nebenmission. Ja, okay. Weltkarte. Beziehungsweise Aufträge. Warum kann ich nicht darüber hüpfen? Revelio. Revelio. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Du bist im Bereich, in dem Fliegen erlaubt ist. Drücke L1,
und der Kreis. Okay, ich kann nicht auf dem Besen zaubern. Was ist das denn da hinten? Ist das der Bahnhof? Revelio. Fahrkartenschalter im Bahnhof von Hogsmeade. Dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier, als die Zaubermeisterin Ottilien Gumball eine Dampflokomotive erwarb, um Schüler nach Hogwarts zu befördern. Der Bahnhof entstand im Hogsmeade, praktisch über Nacht, kurz nach der Ankunft des Zuges. Bei der Operation wurden viele Verbesserungszauber auf Muggelarbeiter angewandt und der größte Massentarnzauber, der je in Großbritannien durchgeführt wurde. Revelio. Okay, da komme ich nicht rein. Seine Sachen wieder hat. Ranrock und seine Anhänger werden so etwas nicht nochmal. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde gerne. Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock, der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja, komm. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Es war mir ein Vergnügen. Hier ist wieder so eine Merlins-Prüfung. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Revelio. Was ist das Problem? Da. Ins Handy. Revelio. Ich
Sind das drei Stück? Ins Zentrum! Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Hör ich jetzt wieder Stimmen? Nö. Revelio. Gibt's hier keinen Schnellreisepunkt? Man möchte meinen. Nein, ich schwöre, ich werde Ihre Zeit nicht verschwenden. Revelio. Revelio. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Incendio. Revelio. Hier. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hier muss doch irgendwo eine Seite geben. Sieht nicht so aus. Revelio. Ganz schön weit hier nach oben. Da hätte ich keinen Bock. Alter, ey. Wenn ich da unten stehen würde und die ganzen Treppen sehe, würde ich schon denken, das schaffe ich nicht. Revelio. Hier war ich schon. Aber bevor ich hier weitermache, sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.